Hallo und herzlich willkommen bei The Elder Scrolls Online bei der zweiten Folge. Wie ich ja schon mal gesagt habe, werde ich nicht hier starten, sondern ich werde wirklich in ein anderes Gebiet gehen. Das mache ich jetzt auch, weil, wie gesagt, ich wollte von Anfang an halt spielen und ich muss jetzt mal gucken, wo ich am besten hingehe. Ich glaube, ich gehe nach Auridon. Erstmal und dann mal schauen, was dann passiert. So, und wir gehen, wie gesagt, wir gehen jetzt zu Auridon. Das ist die zweitgrößte Sommerendinseln. Ja. Und ich hoffe, es gefällt euch neu. Und ich merke schon wieder, ich bin total nervös. Ich habe bis jetzt noch keine Kommentare bekommen, wie ich die Nervosität wegbekomme. Aber ich bin geduldig und ich warte auch. Das ist ja auch kein Problem für mich. Und wir sind mal wieder zu lange in der Warteschleife. Nee, doch nicht. So, dann wollen wir mal gucken, wo ich hin müsste. Ist das die hier? Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ich weiß jetzt nicht. Weil meine Freundin hat gesagt, ich muss eine Quest annehmen, um von Anfang an zu spielen. Aber ich glaube, das ist diese Stuga, die ich ansprechen muss. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich jemand anderes dabei. Obwohl es gibt. Nee, wir sprechen sie jetzt mal an. Seid gegrüßt! Was ist das? Ein Brief? Ich sollte ihn wohl lesen. Der Brief von der Schmiedemutter Alga, der Mutter der vom König Hurok Groorsinium lädt mich und Abenteurer wie mich dazu ein, Rotgar und die neue Stadt Orsinium zu besuchen. Botschafter warten in Dolchsturz, Davons Wacht und Vulkel Wacht und bieten Reisemöglichkeiten. Ich sollte mich nach Ork-Botschaftern umsehen. Ja. Wie gesagt, weiß jetzt nicht, ob das die Quest ist. Ich habe keine Ahnung, wie eine Freundin von mir meinte. Und daher gucke ich mal. Nee, ich glaube eher weniger. Ich glaube, nein, das ist glaube ich nicht die. Ich sehe, ihr seid beschäftigt. Ich finde schon etwas zu tun. Ja, Moment. Wenn ihr einen Brief von der Schmiedemutter habt, dann seid ihr hier genau am richtigen Ort. Und uns ist es sogar gleich, ob ihr Khajiit liebt, Bosmer mögt, euch wie ein Hochelf aufspielt oder ein eingetragenes Mitglied des Altmeri-Dominions seid. Nichts für ungut. Ja, ich habe einen Brief aus Osirium bekommen. Und hier bin ich, eigens vom eisigen Arsch Vrodgars angereist, um euch offiziell willkommen zu heißen und nach Orsinium zu transportieren. Natürlich bin ich auch dazu angehalten, mich davon zu überzeugen, dass ihr gewillt seid, ein bisschen harte Arbeit zu erledigen. Auf meinem Wagen ist kein Platz für Schnorrer. Was soll ich tun? Ich habe eine Karawane mit Lebensmitteln und Vorräten nach Orsinium geschickt. Sobald sie dort ist, wird alles an die Clans im Umland verteilt, damit sie es durch den Winter schaffen. Die Karawane ist langsam. Ich möchte, dass ihr sie einholt und sicher zur Stadt geleitet. Wie finde ich diese Karawane? Die Karawane sollte gerade die Grenze nach Vrodgar überquert haben. Ich kann euch bis an die Eingangstore bringen, doch ab dort müsst ihr allein zurechtkommen. Das ist wichtig. Wenn diese Vorräte die Stadt nicht erreichen, haben die kleineren Clans keine Chance. Ich glaube nicht, dass das die Quest ist, die meine gute Freundin meint. Aber ich werde das jetzt weitermachen und dann suche ich mal, wo die passende Quest ist, um den Anfang halt mitzubekommen.
Erzählt mir mehr über diese Karawane. Da so viele Ressourcen für den Wiederaufbau von Orsinium und dazu die ins Land einfallenden Regmannen zurückzudrängen abgezweigt werden, konnten sich die kleineren Clans nicht auf den nahenden Winter vorbereiten. Die Vorräte dieser Karawane könnten für viele Orks den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ihr baut die Stadt Orsinium wieder auf? Nun, nicht ich persönlich, aber ja, die Stadt Orsinium wird noch größer und strahlender als jemals zuvor. König Kurok hat Kunsthandwerker und Händler aus ganz Tamriel eingeladen, dieses Vorhaben zu unterstützen. Nicht nur Abenteurerinnen wie euch. Und wer ist die Schmiedemutter Alga? Das ist des Königs geliebte Mutter. Der König ist zu beschäftigt damit, Krieg zu führen und Schädel zu spalten, um sich mit Einladungen herumzuschlagen. Er überlässt alle Einzelheiten der Verwaltung der Schmiedemutter. Sie ist sehr gut in solchen Dingen. Ihr hattet ins Land einfallende Reikmannen erwähnt? Ihr hattet ins Land der Land einfallende Reikmannen erwähnt. Entschuldigung, aus dem Reich, fängt jetzt schon wieder gut an. Also es tut Sie mir wirklich einem leid. Sie folgen einem Kriegsfürsten namens Urfon Eisherz, bei dessen irrem Bestreben, unser Land zu erobern. Doch das werden wir nicht zulassen. Wir haben etwas, was die Regmannen nicht haben. Eine Geheimwaffe. Unsere Ichatere. Was ist eine Ichatere? Was ist ein Ichatere? Das große Tier hier neben mir. Das ist ein Ichatere. Habt ihr die hier etwa nicht? Reizende Tiere, ganz im Ernst. Wir nutzen sie für alles Mögliche. Als Transportmittel, zum Lastentragen, als Arbeitstiere. Sie machen sogar köstlichen Käse. Okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, weshalb ich diese Einladung erhalten habe. Ich kann nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil ich es selbst nicht genau weiß. Es hat aber gewiss mit dem Wiederaufbau der Stadt Orsinium zu tun. Damit die Clans wieder in Einklang zu bringen und wie man am besten mit den Eindringlingen aus dem Rake fertig wird. Es ist derzeit etwas hektisch in Vrodgar. Warum hat König Urok nicht das Dolchsturzbündnis um Hilfe gebeten? Das ist kompliziert. Nun, nein, nicht wirklich. Kurok mag Emmerich in Ransers Krieg den Arsch gerettet haben. Und wir tragen auch gern unseren Teil zur Allianz bei. Doch wir werden auf keinen Fall Truppen des Bündnisses irgendwo in die Nähe von Orsinium lassen. Diese Situation erfordert ein etwas persönlicheres Vorgehen. Noch persönlicher als Kuroks Verbündete? Wer plündert Orsinium denn jedes Mal, wenn wir es neu aufbauen? Die Bretonen und die Rotwardonen? Sicher, wir sind jetzt Verbündete. Doch wie lange kann das schon halten? Also hat der König es schriftlich festgehalten. Keine Armeen der Bretonen oder Rotwardonen in Vrodgar. Niemals. So steht es im Abkommen. Okay, lebt wohl. Also okay, das ist wohl nicht die Quest, die man mir empfohlen hat. Ich weiß auch nicht jetzt, welche Quest das ist. Ich gehe mal hier eben rein. Ob das die hier ist? Wer würde denn so eine gemütliche kleine Wohnung nicht wollen? Okay, das ist wegen der Wohnung. Habe ich ja jetzt gerade gehört, wegen der Wohnung. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wobei, Moment. Ich habe hier so ein weißes Pfeil. Ich habe einen weißen Pfeil. Und geh mal da eben schnell gucken. Nee, das ist so hier viele nicht. Besucher und so wenig Zeit. Ich guck mal eben auf die Karte. Sprecht mit der verhüllten Gestalt. Ah, okay. Also wir gehen jetzt erstmal zum weißen Pfeil, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und ich habe auch jetzt gerade nicht wirklich... Reisende! Habt ihr einen Augenblick? Moment, ich bin gleich bei dir. Und wie gesagt, ich habe gerade keine Lust, weiter zu suchen. Ja, generell. Von daher... Ich grüße euch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Welt nehmen könnte. Was will euer Gönner? Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen... Weshalb hätte er dann eine Botin schicken sollen? Die Sache ist nur für eure Ohren bestimmt. Wohlan. Wohlan.
denn? Wohl an denn? Okay. Mein Gönner wartet ganz in der Nähe. Trödelt nicht. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach mal gucken, weil, wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich hier soll oder jetzt ganz generell hier machen will oder soll. Von daher gucke ich jetzt einfach mal, ob das die Quest ist. Ich weiß es nicht. Was zum... Okay. Okay, es ist diese Quest. Und daher... Ich bin in Ketten. Okay. Ja, auf jeden Fall hatte mir die, weil ich ja von Anfang an das spielen möchte und ich wusste halt nicht, wie ich das machen sollte. Also habe ich ja eine Freundin gestern gefragt gehabt oder mit ihr darüber geredet und sie hat halt mir erzählt, dass es eine Quest gibt, wo ich dann von Anfang an spielen kann. Von daher... Entschuldigung, und von daher wollte ich das jetzt auch machen. Sie hat halt gesagt, ich soll am besten Auridon wählen, weil da hat sie die Quest als erstes gefunden, als sie gespielt hat. Und ich wollte das dann halt auch. Und sie wusste halt nur mal nicht, in welche anderen Gebiete. Also hat sie mir halt Auridon empfohlen. Und jetzt sind wir wehklagender Kerker. Okay, aber wie ihr mich ja jetzt schon kennt, würde ich gerne lieber erstmal hier plündern, falls es das überhaupt hier möglich ist. Und ich glaube, nein. Aber ich kann versengen. Okay, machen wir mal. Weil ich habe ja eh noch 2 Fertigkeitspunkte, also von daher habe ich jetzt. Ja. Oh, hallo. Ich bin eingesperrt. Ich heiße Lyris. Aber müsste ich denn nicht tot sein? Ich meine, er hat ja... Dieser Typ hat ja... Hat ja vorher mich mit einem Dolch erstochen. Und von daher bin ich gerade überrascht, dass ich trotzdem noch am Leben bin. Wie ich sehe, kriege ich dafür kein Dolch. Also wird mir nicht angezeigt. Also nehme ich es auch nicht mit. Ich glaube, ich habe eh noch nicht... Ja, ich habe nur noch 57 sind voll und ich habe nur noch 60. Also ich habe nur noch 3 Plätze frei. Haltet eure Waffe und daher will ich... Dieser Ort ist voller Überraschungen. ...eher sparsamer sein. Ja, auf jeden Fall weiß ich gerade nicht, wo ich hier gerade bin und was eigentlich passiert ist. Ein bisschen spät, würde ich mal sagen, aber okay. Ja, bleiben wir. Wenn ich solange ich hier noch finden kann, ist das noch alles in Ordnung. Und ja, dann wollen wir mal. Bleibt jetzt nicht stehen, geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Lasst uns gehen. Okay. Ein Gold. Nehme ich aber nicht mit. Oh, hier ist noch... Oh, nein. Ich dachte, das wäre ein Spieler, aber dabei ist es eigentlich kein Spiel. Na, da fällt er einfach mal tot um. Okay. Damit kann ich auch gerade leben. Okay. Irgendwie sterben sie gerade früher als ich gedacht habe. Vielleicht bin ich das hier am Level. Ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das hier am Level liegt. Kommt her. Wir müssen reden. Ja. Wir reden sofort. Ähm,
Aber ich merke, ich muss wirklich gucken, dass ich irgendwie meine Taschen leer bekomme. Vielleicht hätte ich das auch vorher tun sollen. Aber okay. Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich euch helfen? Gute Frage. Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Also gehört da, wo wir jetzt sind, gehört das zu Kalthafen? Aber ich glaube ja, oder? Also ihr könnt mich ruhig auch korrigieren, wenn ich falsch liege. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ja, die habe ich auch. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Gute Frage. Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Okay. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Okay, ich bin tot und lebe. Also, eigentlich dann doch ein Zombie, oder? Okay, sie hat mir meine Frage beantwortet. Wo ich bin, ist Kalthafen. Also, das hat sich jetzt erledigt. Auf jeden Fall verstehe ich gerade nicht, warum ich tot bin. Also, dass ich tot bin, ja, aber warum ich dann noch lebe. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Okay. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Okay, eine Seelenberaubte und ich bin tot und lebe trotzdem. Okay. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Wurdet ihr auch geopfert? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wie können wir den Propheten retten? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Ja, aber du hast meine Fragen nicht wirklich ganz beantwortet. Also, wie gesagt, ich habe gerade sehr viele Fragen und... Entschuldigung. Und ich weiß jetzt echt nicht, warum das alles, also warum ich tot bin, aber lebe und ich eine Seelen... Okay, dass ich eine Seelenberaubte bin, sagt ja auch schon das Wort alleine, dass ich halt,
dass ich halt jetzt habe ich den Text vergessen oder den Satz. Gut gemacht, nicht meine Text, Freundin. Satz. Bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Ja, schön, freut mich. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch. Ja. Ich will aber noch plündern. Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, warum wir hier leben. Okay, klar, irgendwo wäre es blöd, wenn man tot ist. Direkt am Anfang. Und das wäre auch dann nicht gut, finde ich. Ja, und heute ist ja der 24. Und da ich selber kein Weihnachten feiere, weil ich der Meinung bin, diese ganzen, wie soll ich das sagen, nicht, dass das jetzt eine Beleidigung ist. Der Gott der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn für mich ist das halt wirklich, wenn man sich nicht versteht und dann so tut, ja, oh, ich hab dich ja lieb, gerade heute und morgen und übermorgen. Und dann paar Tage später kommt dann von wegen, oh, ich steck dir die Augen aus, du bist, na, ihr wisst, was ich meine. Und für mich ist halt sowas eine Heuchelei, Entschuldigung, wenn ich das so knallhart sage, aber vielleicht ist es auch der Grund, warum ich da das so nicht feier oder ich nicht feiern möchte, weil mir das einfach zu blöd ist und ja, und halt auch Geldausgeberei ist, halt diese ganzen Weihnachtsgeschenke und hier und da und dann so tun, als ob man sich liebt, obwohl man sich in Wirklichkeit hassen tut, wie die Pest. Von daher finde ich das nicht in Ordnung. Und ja, aber natürlich will ich euch natürlich nicht den Tag verderben. Das will ich schon mal gar nicht. Im Gegenteil. Für euch wünsche ich es euch trotzdem eine schöne Feier. Und ich hoffe, ihr habt wirklich sehr viel Spaß mit euren Lieben. Und vielleicht habt ihr auch für nächstes Jahr wirklich Vorsätze, die ihr gerne machen wollt oder erfüllen wollt. Und da wünsche ich euch auch wirklich viel, viel Glück dabei, dass ihr das durchzieht. Also, wie gesagt, ich bin nicht wirklich... Wie war noch gleich euer Name? Zielübung? Ach, halt die Klappe. Ich bin halt nicht so für solche Scheiße. Also ich will das nicht Scheiße nennen. Obwohl, ich nehme ja eh kein Blatt vor den Mund. Und ich finde das jetzt scheiße. Wie sowas, weil dieses ganze Geräuschel, jetzt nicht euch, aber ich rede halt im Allgemeinen darüber. Und deswegen tut es mir leid, wenn sich der ein oder andere angegriffen fühlt. Aber es ist nun mal so, was ich denke oder auch beziehungsweise sage. Das, was ich sage, meine ich auch so. Es hat halt nichts mit euch zu tun. Das kann man vorne herein klarstellen. Und ich kriege hier gerade echt keine Ruhe vor denen. Ich weiß gerade nicht, was ich denke. Okay. Wie gesagt, es ist kein Angriff gegen euch und ich wünsche euch trotzdem, dass ihr wirklich da schöne Tage habt. Ja, vielleicht ist der eine oder der andere, den einen oder anderen, mit dem er Stress oder Streit oder sonst irgendetwas hat, gewillt, sich wirklich zu vertragen. Und zu sagen, komm, das war schon gelaufen, wo es auch dann nicht nur für die Tage halt reicht, dass man sich dann wieder gut versteht und dann sich wieder an die Kehle springt. Also ich meine wirklich die, wo das wirklich dann länger ist und vielleicht auch Jahre, also das wünsche ich mir halt für alle, die, wenn die sich heute versöhnen oder morgen oder übermorgen, das ist auch
dass es auch anhält und nicht nur kurzfristig irgendwie. Schnell, ist. Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Wie gesagt, das soll jetzt nicht wirklich eine Beleidigung sein. Ich sag, wie ich ja schon mehrmals gesagt habe, sage ich nur das, was ich denke. Und ich sage halt meine Meinung darüber. Und deswegen hoffe ich mal, dass ihr da euch da nicht beleidigt fühlt, weil das ist nicht meine Absicht, irgendwelche Menschen zu beleidigen. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt nur meine eigene persönliche Meinung und daher die Meinung. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Und von daher, ich entschuldige mich auch nicht dafür, dass ich da das sage, was ich wirklich die Vernichtung denke. Ist weg, das muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Jawohl. Irgendwie darf ich den Laufbursche spielen. Aber wie gesagt, Schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen, sodann... Ja. Okay, du bist Catwell. Und wie gesagt, die sich dann auch wirklich für längere Zeit auch sich vertragen, die haben halt wirklich meinen Respekt und meine Hochachtung. Das wollte ich jetzt noch sagen. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Entschuldigung. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oh je, oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Danke, das werde ich machen, Catwell. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Erzählt mir von euch, Sir Catwell. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gewese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Wie lange seid ihr schon hier? Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Woher kennt ihr Lyris? Ah, Lyris. Dieses Oder Lyris, so Entschuldigung, Lyris. Böse, Lyris.
Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Was wisst ihr über den Propheten? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jara haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Weiß ich nicht. Lebt wohl. Okay. Well hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Ja. Sind wir. Nee, aber wie gesagt, die haben halt wirklich dann meine Hochachtung und auch meinen Respekt halt. Ja, und ich merke schon wieder, ich wiederhole mich und... Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Und von daher tut mir das auch leid, wenn ich mich wiederhole. Ja, auf jeden Fall sind wir im Kalthafen. Ups. Also. Jetzt habe ich es wirklich hingekriegt und wir laufen jetzt mal weiter. Oder ich gucke, dass wir hier halt weiterlaufen. Und ein Rezept. Schön. Okay. Okay, da gab es eine Verzögerung. Die Urne leert. Ich sehe ein Argonia. Kommt und holt es euch, ihr skäbigen Horker. Und ich glaube, der haut wohl zu sehr oder wohl sehr lange auf den ein. Und daher nehmen wir den Stab mit. Und von daher, okay, es ist hier. Und hier ist eine Truhe. Ein Stab. Brauche ich aber nicht, weil wie gesagt, ich will wirklich auf Bogen bleiben. Ich will kein. Ja, schön. Und wieder zu spät, also. Roggen. Also ganz ehrlich, wenn ich weiter so mache, habe ich wirklich. Oh, ich brenne. Habe ich wirklich dann. Und ich laufe in den ersten Gegner rein. Weil sonst habe ich wirklich keinen Platz mehr und das ist nicht gerade schön, was ich... Ich finde das nicht schön. Ich hätte wohl vorher erstmal mein Inventar leeren sollen, bevor ich die Quest angenommen habe und von daher muss ich später gucken. Wer hat denen beigebracht, so zu kämpfen? Ey. Der Gott der Selbstbestrafung? Ja, mach du dich mal lustig über mich. Schließlich bist du ja auch hier gefangen. Von daher. Ich wollte eigentlich nur was sagen, aber jetzt mal wieder, wie bei der ersten Folge, habe ich natürlich vergessen, was ich sagen wollte und. Ja. Daher denke ich erstmal darüber nach, was ich sagen wollte und mal schauen. Oh, ich habe Leder. Das ist schön. Die Urne ist leer. Okay, warte mal. Auch leer. Ja. Ja, heute bin ich mal nicht so... Autsch. So
gesprächig oder ich rede halt doch zu viel. Aber ich finde, für meine Verhältnisse rede ich doch etwas zu wenig. Aber auch nur, weil ich diese Gegend erstmal so, ja, gruselig und... Der Weg des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Also es ist halt etwas gruselig und... Ja, weiß ich nicht, so... Jetzt so zur schlechten Nachricht. Eintönig, also nicht eintönig, aber weiß ich nicht. Frustrierend, würde ich mal sagen. Also ich sag jetzt mal wirklich, es sieht wirklich frustrierend aus und ich kann wohl verstehen, wenn man hier richtig Depressionen kriegt. Also die Charaktere oder die NPCs halt wirklich starke Depressionen bekommen, weil da ist ja gar nichts, weder Freude noch sonst irgendetwas. Es ist einfach, man ist hier gefangen. Naja, und ich weiß nicht, was das Wasser ist. Keine Ahnung, ob das irgendwelche Flüssigkeit ist oder halt doch irgendwie Wasser. Und ich habe wieder voll. Also mein Inventar ist wieder voll. Ich muss echt gucken. Also ich würde das, was ich verkaufen kann, nicht wegschmeißen, aber ich werde das wegschmeißen erstmal, was keinen Wert hat. Na, tun wir erstmal die ganzen Zutaten hier weg. Vielleicht ist das dann besser. Ja, und meine Frage bleibt trotzdem noch bestehen, warum es hier halt 0 Gold steht. Der vom Wert her, und da würde ich mich echt wirklich mal drüber freuen, dass ihr mir mal darüber Infos geben könnt, warum das halt so ist. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Gibt es keinen anderen Weg? Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es, aber... Ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Schön. Also schlägt auch mein Herz nicht, also... Ohne Herzschlag kann man doch gar nicht leben. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Okay, lebt wohl. War schön mit dir. Aber muss sie das wirklich tun? Ich weiß nicht. Es würde ja auch reichen, wenn... Können wir die nicht benutzen? Die Dedra? Aber die Dedra können wir doch auch benutzen dafür, oder sind eher speziell jetzt Sterbliche, ja, oder Lebende? Hallo Prophet. Freiheit. Ich erinnere mich an das Gefühl. Aber es wird nicht lange. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie nicht, können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelte. Entseelte? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Eine Seelenlose. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte.
Warum nannte Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung, dann bleibt dicht bei mir. Okay. Die Stufen hinauf, schnell. Ja, ja. Wir müssen zum Ankerplatz. Man hätt's nicht. Also wirklich. Ist ja jetzt nicht so, dass hier eine ganze Armee jetzt hierher kommt. Ja, wo seid ihr, Opa? Oder besser gesagt, alter Mann. Meine Güte, er ist echt langsam. Ich wollte eigentlich... Die wer ist das denn? Sternliche meint sich mir widersetzen zu können. Vergeblich, bald wird eure Welt in meinen Händen. Ich frag mich mal gerade, wer das ist. Ich werde euch beschützen. Oh ja, wer beschützt denn hier wem? Oh, aua. Oh, lass mich. Das tut weh. Okay. Das ging ja leichter als gedacht. War das immer so? War das zu Anfang auch so oder eher weniger? Könnt ihr mir ja auch mal in den Kommentaren schreiben, ob es am Anfang, wo das Spiel rauskam, auch so war oder eher weniger. Und ihr könnt mir mal schreiben, als ihr das Spiel angefangen habt, wie oft seid ihr zu Beginn gestorben oder seid ihr einfach gar nicht da drin gestorben und habt halt es auf Anhieb geschafft am Anfang, weil ich spiele ja das Spiel jetzt zwar zum ersten Mal, aber es ist ja schon sehr viele Updates gekommen. Oder beziehungsweise Erweiterungen. Und ich würde gern mal wissen, ob das wirklich mal, wo das Spiel rauskam, ob das genauso war oder eher weniger. Das würde mich halt wirklich sehr interessieren. Und ja. Und wie ich schon auf dem Timer sehe, da bin ich schon seit 42 Minuten am Aufnehmen. Ich hatte ja gesagt, es wären lange Folgen, aus dem Grund halt, weil ich auch die Bücher vorlese und ich nicht nur da, nicht, also ich will nicht da für 20 Minuten nicht machen, weil halt dann mehr zu vorlesen ist als. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Okay. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Ich bin bereit. Ja, und wie gesagt... Scherbe von Aetherius. Komm über uns. Ich will halt nicht nur 20 Minuten spielen, weil ich halt meistens halt die Bücher vorlese und es wäre auch langweilig, wenn ihr nur
Drachengott der Zeit. Ich brauch, öffne das Portal. Lass diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Lass Molag Bal nicht seinen Willen. Und ich möchte halt nicht, dass es für euch halt langweilig ist. Deswegen werden die Videos oder die Let's Plays werden halt lange oder länger gehen, weil ich halt einfach nur ja einfach euch nicht mitlesen. Also ich möchte nicht ich möchte euch halt, dass ich zwar auf eine also vorlese aus den Büchern, die ich finde, aber auch euch nicht damit langweilen. Deswegen mache ich halt die Videos länger. Und ich merke wieder, ich bin richtig total aufgeregt und nervös. Und das ist gerade, was mich gerade ein bisschen stört. Die Entseelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Ja, ja. Ja, ich weiß. Wir müssen reden. Karottensuppe. Immer wieder lese ich Kartoffelsuppe. Und dabei ist es aber Karottensuppe. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Okay. Ich bin in einer Stadt am Meer, in einem Land des ewigen Frühlings. Die Luft trägt den Geruch des Ozeans, der Märkte und der Gärten. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Ja, sagt mir, was ich tun soll. Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bals überlassen. Wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Okay, danke schon mal dafür. Seid auf der Hut, Entseelte. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bal legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Bals entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen werden? Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustellen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Dankeschön für den Rat und lebt wohl. Ja, ich bin jetzt Level 4 geworden, also ein Level aufgestiegen und ich habe leichte Rüstung, aber ich habe einen Bogen, also eigentlich gerade nicht wirklich das, was ich will. Aber den Bogen werde ich nehmen, definitiv. Ja, Leute, und ich weiß, es ist halt wirklich schon soweit. Ich verabschiede mich für heute und wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Fest. Feiert schön.
vertragt euch und bleibt auch dabei, dass ihr euch vertragt und dass ihr wirklich ein harmonisches Leben führt. Ich würde mich freuen, lasst doch bitte ein Abo da und lasst auch einen Daumen nach oben. Ja, wir sind jetzt, keine Ahnung, in Adlerstrand. Genau, Adlerstrand. Kann ich ja auf der Minimap sehen. Und ja, dann fangen wir bei der nächsten Folge, fangen wir hier mal an, hier aufzuräumen, um herauszufinden, was kommt denn als nächstes, was wird uns hier erwarten, welche Gegner müssen wir besiegen und welche Menschen oder eher Kreaturen müssen wir hier beschützen oder retten. Ja, das erfahrt ihr in der nächsten Folge und schreibt mir doch auch in den Kommentaren, ob der Helm jetzt nun verborgen bleiben soll oder doch so, also verborgen sein soll oder halt angezeigt werden soll weiterhin. Ja, wir waren jetzt in Kalthafen, wurden unserer Seele beraubt. Wir sind jetzt nur noch ein leeres Gefäß, was eigentlich schade ist, aber ist okay. Und wieso sind meine Augen nicht rot? Ich hatte sie doch rot gemacht. Da muss ich später nochmal gucken. Ja, und einen schönen, wunderschönen, also ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag, weil ich habe hier jetzt 5:05 und deswegen sage ich einen wunderschönen Resttag und genießt die Zeit mit euren Lieben und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt The Elder Scrolls Online. Und ja, schaltet wieder ein. Tschüss.